hat vor zu beenden, was er in Verdansk anfing. Er will, dass Conny heute Nacht beim Gora-Damm zuschlägt. Sprengt er den Damm, wird die ganze Stadt weggespült. Das gäbe viele Opfer. Wenn er seinem Plan treu bleibt, schiebt er Safara und den Westen. Halten wir ihn auf. Ihr geht zum Damm. Alex und meine Leute haben Conny zu einem Flugplatz in Nordursistan verfolgt. Vermutlich Makarovs Operationsbasis. Wir werden am Morgen angreifen. Seine Truppen brauchen Hilfe. Kriegen sie. Shadow gibt Luftunterstützung. Wir können Graves nicht so dicht an Farah und ihren Truppen Feuer regnen lassen. Ich vertraue auf Shadow. Sie wollten doch Graves an der Leine und genau das werde ich tun. Aber halten Sie sie kurz, General. Wir haben einen Namen. Verdammt richtig, ja. Gess und ich gehen mit Farah. Soap und Ghost übernehmen den Damm. Roger. Nick sorgt für den Transport. Ich starte einen Predator zur Überwachung. Lasst euch nicht schnappen. Niemals, Sir. Bleibt wachsam und passt auf. Viel Glück allen. Watcher 1 hier, Bravo 7. Wir sind in unseren Primärpositionen. Achtung, Conny-Personal gruppiert sich an mehreren Positionen unterhalb von euch. Schutz für die Sprengteams. Sicherung der Bomben. Bestätigt. Findet die Sprengladungen und entschärft sie. Es stehen zu viele Leben auf dem Spiel. Watcher Ende. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Modern Warfare 3. Gute Jagd da unten, Lieutenant. Ebenso, Johnny. Und zu einer weiteren Open Combat Mission. Und ich wundere mich nicht, dass es in Verdansk spielt. Also, dass wir hier in Verdansk so eine Open Combat Mission haben. Weil, Verdansk und Nostalgie und sowas ist ja alles schön und gut, aber 07 unterwegs zu es macht halt keinen Sinn. Shadow hat Vorräte für dich reingebracht. Scharfschütze am Boden. Lesso, kann ich dich irgendwie ausstellen? Du nervst mich. Da gehen wir mal nicht lang. Wir können hier rüber. Ja, wahrscheinlich unter uns. Kommen wir denn am besten runter? Das heißt, wieder 50 Waffen sammeln. Irgendwelche Streaks. Hab einen Lasermarkierer für Mörser gefunden. Wäre nett gewesen, wenn die Shadow-Vorräte im Ziel gelandet wären. Als ob man die so einfach findet, so. Ah, guck mal, da ist einer. Da kann man die doch feuern. 07, ab zu den Bomben. Die Zeit läuft momentan gegen. Ja, klar wurde ich davon getroffen. Kommt schon, ihr Hurensöhne. Das wollen die wirklich zu dir sagen. Du wirst hier jedes Mal vom Spiel verarscht. Das Spiel ist eine reine Verarsche. Du kannst mir das doch nicht anders sagen, dass es einfach nur eine Verarsche ist. Warum ist jetzt rot? Digga, ich hab Schalldämpfer gehabt. Mann, es ist so unfassbar dumm. Und es macht mich auch echt stutzig. Ja, schieß mich an. Genau! Komm, kill mich doch gleich. Also wenn mich jetzt schon wieder dieser Mörser trifft, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, der funktioniert wie in Warzone. So, also drei Stacks an Raketen. Gut. Hä? Okay, doch nicht. Vier Stacks. Ja, wo sind die? Das frage ich mich auch gerade. Ja, ich gehe mal runter. Conny bewacht ein Gebäude im Westen, am Fuß des Damms. Na Jungs, was geht? Ihr seid echt scheiße beim Überwachen. So, dann gehen wir mal. Was war das denn? Natürlich ist er eine Falle. Warum auch? Sollte ich da einfach reingehen? Haha, das Spiel ist so scheiße. Conny bewacht ein Gebäude im Westen, am Fuß des Damms. Da war einfach eine hässliche Claymore im Weg. Gehe in die Kontrollstation rein. Halte Funkkontakt für Feindaktivität. Hey, meine Waffe mit Schalldämpfer. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Versteht ihr?
Beruhige! Sehe die Sprengsätze im Inneren der Kontrollstation. Verstanden. Ladung entschärfen. Deaktiviere. Sollen die können auch nichts anderes außer schreien? Schreien und sterben. Das ist das Einzige, was sie können. Wir haben hier oben ein Problem. Benzin kann nicht sein, Wasser. Intakt. Makarov will die Wasserversorgung vergiften. Makarov flutet nicht nur die Stadt. Er verseucht auch das Wasser. Das ist ja ein Umweltverschmutzer. An die Arbeit. Ja, ich würde es auch so machen. Einfach die Umwelt verschmutzen. Spaß. Was soll ich Watcher, Bombe ist im Truck. Verstanden, hier. Entschärfen. Sprengladung entschärft. Jungs, wo ist die Herausforderung? 07, du könntest aufgeflogen sein. 07, wir haben feindlichen Funkverkehr abgefangen. Conny hat 4 aktive Sprengkommandoteams. Eliminiere die Gefahr, bevor Verstärkung gerufen wird. 4 Teams, 4 Bomben. Heißt, wir müssen noch... Suche die Stege ab, südlich vom Damm. Sie nehmen das Kraftwerk und die Stützpfeiler ins Visier. Sie werden den Damm einreißen. Das, die Bombe ist auf dem Steg. Verstanden, Ladung entschärfen. Watcher 1, Conny... Eine Bombe dieses behinderte Geschütz. Finde die Sprengladungen und entschärfe sie. Watcher 1, hier Bravo 7-1. Hab die Hälfte des Reservoirs geschafft. Mehrere Kanister gesammelt. Roger 7-1, gute Arbeit. Sieh zu, dass du alle findest. Verlass dich drauf. 07, Achtung. Conny bewachen das Becken südlich von dir. Such bei dieser Brücke nach Sprengsätzen, Ghost. Wenn Soap wirklich was macht, wo ist er denn? Er muss ja eigentlich in der Nähe sein. Alter, ich bin immer noch ungeschützt. Muss hier auf diese Insel. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ist es überhaupt noch Verdansk? Ich habe leider Verdansk nicht so viel gespielt, deswegen kenne ich den Damm nicht so gut. Ich glaube, da waren auch nicht so viele Leute. So. Da vorne. Hallo. Da oben ist so ein hässlicher Sniper. Kann er sich nicht verpissen? Wie geht's? Hat er gerade gesagt, wie geht's? Oh, mir geht's super. Alle hier umbringen? Macht Spaß. Achte auf den Himmel, da kommt Conny-Verstärkung. Hätte einfach ein Flugzeug. Ich frag mich, wo fliegen die hin? Oh Gott, was war das denn gerade? Oh. So sind hier so viele. Shit. Ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig. Wo ist die letzte Bombe? Ey, wisst ihr, was mich diese Combat-Mission noch erinnern? Es gab doch in Modern Warfare 1, also in dem 2019 Modern Warfare, gab's doch so eine Art Koop-Mission. Diese Spezialeinheit-Missionen. Daran erinnert mich diese Combat-Mission. Nur, dass man das halt nicht im Koop spielen kann, sondern nur alleine. Aber daran erinnert mich das. Es ist halt wirklich genauso aufgebaut. Vielleicht ein bisschen, ja, kleiner, also nicht so viele Missionen. Aber es ist sozusagen fast dasselbe. Easy. Okay, was muss ich jetzt machen? Watcher 1, Überlauf ist sicher, alle Bombenplätze entschärft. Hier oben ist alles klar, Reservoir ist sicher. Verstanden, bereithalten. Yankee, hier ist Watcher 1, er bittet sofortige Exfiltration für Soap bei sekundärer HLZ. Ghost, halt dich bereit. Verstanden, Watcher 1. Sind unterwegs. Schwing die Hufe, Nick. Wir haben Fracht zu laden. Roger. Noch eine Minute. Eine Minute, ja. Könnt ihr mir bitte sagen, wohin? Ach, da drüben. Ja. Ich war sehr viel am Schwimmen früher. Ich habe immer so ein paar Meere überquert. Und deswegen kann ich dort einfach rüberschwimmen. Wenn mich nicht 300 Leute anballern. Vor allem, natürlich sehen die mich. Nick, wie sieht's aus? Ich seh dich noch gar nicht im Himmel.
Schön hier an der Seite langlaufen, damit hier keiner ankommt. Kriegt sowieso nichts. Wieso sind hier jetzt hier wieder so viele Leute? Und ich habe keine Munition. Nick, wer ballert denn hier mit Raketen rum? Also, wer auch immer das macht, du bist ein Ehrenmann. Yankee und Ghost, Primera Halt, setzen sich. Roger, in Bewegung, bereit halten. Nick, Lieutenant an Bord, wir sind startklar. Nein, so. So, bist du einfach runtergesprungen. Ihr zwei habt heute Nacht eine Armee ausgeschaltet und Leben gerettet. Makarov, wie geil war das denn? Flieg sie in Sicherheit, Nick. Oh, okay, so bist du tot. Wir kehren zur Basis zurück. Ghost und Soap haben am Damm eine Katastrophe verhindert und Makarov gestoppt. Jetzt bist du dran. Mit Farah und Alex wird es gelingen. Du und Graves seid im selben Team, John. Vergiss das nicht. Ich vergesse gar nichts. Sieht gut aus, Jungs. Wir sind bereit für Pre-Check. Bereit für Pre-Check. Losgehen! Wir agieren gemeinsam. ULF, 141 und Shadow. Alle zusammen. Yes. Alle zusammen? Ganz sicher? Wenn nicht, verlieren wir. Ist Triebwerk startklar? Freigabe. Beginne Triebwerkscheck. Check. Startklar. Shadow ist betankt. Kontrolle. Komm. Freigabe zum Rollen, Shadow. Roger. Fliegen wir. Shadow 1, Bodenteam ist beim Friedhof im Westen. Sind mit IR-Signalen markiert. Sichtkontakt melden. Verstanden. Bereithalten. Sichtkontakt zum Bodenteam bestätigen. Ja, es wäre kein COD ohne eine AC-130-Mission. Sichtkontakt bestätigt. Markiere. Bodenteam, wir haben Sichtkontakt zu euch. Verstanden. Unser Ziel sind die zwei Hangars. Bewegen uns auf euer Zeichen. Markiere Bedrohungen auf dem Friedhof. Bodenteam, Position halten. Wir sichern das Gebiet. Schütze, Beschuss starten. Schalte die Bedrohungen aus. Am Abzug. Dann mal an die Arbeit, Shadows. Guter Treffer. Conny weiß, dass wir hier sind. Gut. Dann schießen wir wieder von oben. Sehen wir, wie die Cheater. Conny beim Kommunikationsturm. Schütze, den Turm ins Visier nehmen. Das ist eine Raketenstellung beim Turm. Schütze, eine Rakete auf diese Stellung. Verstanden. Conny zielt auf uns. Schießt eine Rakete auf die Stellung. Guter Treffer. Ziel zerstört. Rakete abgefeuert. Da im Süden. Conny rückt auf den Friedhof vor. Shadow 1, Bodenteam hat Kontakt. Feuer frei. Verstanden. Wir sind dran. Wirkungsvoll. Rakete ist unterwegs. Rakete feuerbereit. Guter Angriff. Bodenteam rückt durch den Friedhof vor. Weiter Deckung geben. Alles klar. Shadow passt auf euch auf. Mehrere Ziele im Friedhof. Ja, die verstecken sich. Guter Schuss. Oh ja. Kontakt! Shadow Feindkontakt, fordere sofortigen Beschuss an. Verstanden, wir sind dran. Feindkontakt, mehrere im Friedhof. Boden, alle ausgeschaltet. Verstanden, wir rücken vor. Deckung geben, Shadow. Oh, Jungs, das wird richtig lange dauern. Feinde aus südlicher Richtung. Markiere. An. 3-1 in Kontakt. Eröffne Feuer. Große Rakete im Anflug.
Wieso dürfen wir da nicht unten sein und feuern? Verbündete! Shadow 1, gute Treffer! Immer weiter so, Bodenteam rückt vor! Wir schützen euch! Aber es war so klar, dass so eine Mission kommt. So, ein bisschen langweilig hier. Westliches Rollbahnende. Verstanden. Oh. Conny Jet. Markiere das Ziel. Erledige diesen Jet, bevor er abhebt. Was für ein Jet? Ach da. Crew, legen wir los. Wenn er in der Luft ist, haben wir ein großes Problem. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Feindlicher Jet zerstört. Luftüberlegenheit, Shadows. Feinde stoßen über die Rollbahn vor. Bodenteam, mehrere Conny auf der Rollbahn. Geht in Deckung, wir räumen euch den Weg. Feuere. Verstanden, halten die Position im Südwesten. Boah, da kommen richtig viele. Sorgt für die Sicherheit des Bodenteams, nicht auf die Hangars feuern. Geh mal ein bisschen Streufeuer abschießen. Schön in Deckung bleiben. Wir übernehmen das. Hörst du das? Zerstöre die Hangar, bevor die Chemikalien neutralisiert wurden. Hä? Mir wurde das gerade nicht gesagt. Luftüberlegenheit, Shadows. Feinde stoßen über die Rollbahn vor. Bodenteam, mehrere Conny auf der Rollbahn. Geht in Deckung, wir räumen euch den Weg. Verstanden, halten die Position im Südwesten. Sorgt für die Sicherheit des Bodenteams, nicht auf die Hangars feuern. Ach, Digga, ja, sagt das halt im Nebensatz. Feuere Rakete ab, der geht nirgendwo mehr hin. Er sagt das halt wirklich nur im Nebensatz. Bodenteam, ihr könnt loslegen. Verstanden, Bodenteam rückt zur Hangar 1 vor. Gib ihnen Deckung bis ins Zielgebäude. Nicht auf die Hangar schießen, bis wir die Chemikalien haben. Hab ich doch nicht, Grace. Den Sieg überlassen. Chill mal. Bodenteam hat Hangar 1 erreicht. Wir gehen rein. Bedrohungen aus den Gebäuden auf der Südseite der Basis. Markiere. Schütze, lass Conny nicht in die Nähe des Hangars. Ich gebe ihnen Deckung. Feind getötet. Shadow 1, der erste Hangar ist sicher. Und jetzt die Chemikalien. Verstanden. Ja. Okay, Jungs. Sehr viele Feinde auf der Rollbahn. Lagebericht. In Hangar 1 ist nicht. Keine Chemikalien. Unsere Quelle ist zuverlässig. Makarovs Chemievorrat befindet sich in dieser Basis. Wenn nicht in diesem Hangar, dann im nächsten. Besser auf Nummer sicher gehen. Verstanden, wir suchen hier weiter. Shadow 1, gibt ihr Deckung? Wir gehen nirgendwo hin, Kilo. Willkommen in Usikstan. So, Freunde neutralisiert. Keine Chemikalien. Hangar 1 ist leer. Bodenteam zu Hangar 2 vorrücken. Shadow, geben Sie Feuerschutz. Roger, Gold Eagle. Wir helfen Bodenteam. Verstanden. Weiter zu Hangar 2. Mörserfeuer aus Nordwesten. Schütze, schießt auf die Mörser. Erledige sie. Mörserteam ausgeschaltet. Mörser ausgeschaltet. Scheiß Makarov. Er würde seine Basis zerstören, um die Chemikalien zu behalten. Sie werden im nächsten Hangar sein. Und er vielleicht auch. Raketenbeschuss von östlich des Hangars. Ausgeschaltet. Raketenwerfer Numas. Gut, keine Feinde in Sicht. An alle Stationen, Hangar 2 ist sicher. Wir haben die Chemikalien gefunden. Makarov? Negativ, er ist nicht hier. Er könnte in der Nähe sein. Bodenteam, neutralisieren Sie die Chemikalien. Shadow überwacht und beschützt das Bodenteam, bis der Job erledigt ist. Verstanden, Gold Eagle. An alle Stationen. Wir fangen Conny-Kommunikation von außerhalb der Basis ab. Sie schicken Panzerfahrzeuge und Verstärkung. Auf ein Großaufgebot vorbereiten. Verstanden, Kommando. Welche Richtung? Feindlicher Panzer im Norden der Basis. Norden. Shadow 1, der Panzer darf die Chemikalien nicht zerstören. Du hast den General gehört. Den Panzer eliminieren. Schieß eine Rakete drauf. Das ist ein großer da, Panzer. Ist, oder war? Jo, die spielen einfach World of Tanks hier. Gut, ich hasse diese Scheißdinger. Ey, nichts gegen Panzer sagen. Panzer sind geil. Schütze auf die Fahrzeuge zielen. Sie rücken zu Hangar 2 vor. Deine Bodentruppen kommen. Feindlicher Hubschrauber startet im Nordwesten. Sie kommen auf uns zu. Hab sie, Helis markiert. Schütze, hol die Vögel vom Himmel. Hol sie dir. Müssen wir raufschießen? Hä? Wie soll ich denn da rankommen? Ah. Feinde rücken in den Hangar vor. Ein Heli in der Luft. Bedrohungen außerhalb des Hangars. Gut. Eis! Ja, ist. Sicher. Komm auf uns zu. Hab sie, Helis markiert. Schütze, wahrscheinlich eine Rakete macht dann die ganze AC-130 kaputt.
Eiskalt, Schütze. Gut geschossen. Okay, jetzt muss gleich wieder die Rakete kommen, die mich... Raketen im Anflug. Ja. Das könnt ihr mit Kreide umranden. Abmarsch-Raketen wurden abgeschossen. Nee, die hier ist ein Abflugraketen. Am Abzug. Da sind Stinger beim Tower. Nee, Täuschkörpern heißen die. Ich bin so dumm. Und da sind noch ein paar. Feindliche Panzer direkt nördlich von uns. Shadow, der Panzer darf die Chemikalien nicht treffen. Ausschalten! Wo? Ich sehe nicht. Du weißt, was zu tun ist. Da. Rakete. Auf sie. Ja, Bruder, ich war gerade noch beschäftigt, die Rakete zu schießen. Entschuldigung, dass ich nicht zwei Sachen gleichzeitig machen darf. Ach, feindliche Jungs. Panzer direkt nördlich von uns. Shadow, der Panzer darf die Chemikalien nicht treffen. Ausschalten! Jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Du weißt, was zu tun ist. Ey, Digga, ich muss also erst warten, bis der seine Raketen schießt, damit ich dann meine Rakete schießen kann. Feindliche das war kein Panzer Schwanzvergleich. Von uns. Shadow, der Panzer darf die Chemikalien nicht treffen. Ausschalten! Du weißt, was zu tun ist. Jetzt. Ich liebe einen schnellen Abzug. Grace, ein Fahrzeuge! Wie viel denn noch? Das Treibstoffdepot nördlich von uns. Alle Stationen. Conny plant einen weiteren Angriff. Begraben wir sie. Das ist Connys Basis in Ursikstan. Fegen wir sie von der Karte. Wenn die gar nicht treffen. Shadow 1, Achtung! Türen öffnen sich bei einem Gebäude am westlichen Ende der Rollbahn. Nahe Friedhof. Feindlicher Jet kommt vom westlichen Ende der Rollbahn. Irgend so ein Jet kommt da. Ah, da. Sieht's aus. Wenn der in der Luft ist, haben wir ein großes Problem. Kümmere mich schon darum. Da habt ihr's, Mistkerle! Jet Nummer 2 ist erledigt. Bedrohungen außerhalb des Hangars. Direkt. Mehrere Feinde vor der, Halle. Scheiße, Rakete im Anflug. Was? Du hast einen Verbündeten Der, wie oft denn noch? Ich habe niemand gekillt. Ey, wirklich, ich werde nur noch verarscht. Wenn er in der Luft ist, haben wir ein großes Problem. Sieht's aus. Der Jet hebt ab. Genau so war das gedacht. Schütze schießt den Jet ab. Da habt ihr's, Mistkerle. Jet Nummer 2 ist erledigt. Oh Leute, ich kann gleich nicht mehr. Außerhalb des Hangars. Waffe bereit. Scheiße, Rakete im Anflug. Guter Treffer. Halt sie vom Hangar fern. Drüben die mal wegballern. Erwischt. Sehr gut, Dinger ausgeschaltet. Bring Conny aus dem Hangar zurück. Sorg für die Sicherheit des Bodenteams. Ziele prüfen, Ziele prüfen. Das ist bedrohlich nahe, Schütze. Gute Schüsse. Ja, das macht man heutzutage so. Sehr nah an die Verbündete schießen. Lass noch's. Alles bereit. Shadow 1, den Hangar schützen, haltet sie zurück. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Läuft an alle Stationen. Laut Abhörung ist Makarov in der Basis. Er hat es auf die Chemikalien abgesehen. Bodenteam bereit zur Exfiltration? Negativ, Chemikalien sind noch aktiv, brauchen mehr Zeit. Verstanden. Sichern. Graves, weiter überwachen. Wenn Sie Makarov sehen, schalten Sie ihn aus. Roger, Gold Eagle. Shadow 1 steht bereit. Sag mal, wie lange dauert das hier? Feindlicher Heli aus Nordosten im Anflug. Das ist Makarov. Heli? Shadow, knallen Sie den Mistgal ab. Verstanden, der geht nirgendwo hin. Bringen wir es zu Ende, Shadows. Bestätigt. Schütze bereit. Keine Treffer. Der wackelt hier viel zu rum. Viel zu viel rum. Der Heli will den Hangar zerstören. Brauchen Luftunterstützung. Ja, ach nee. Der ist nur ultra schwer zu treffen. Schieß doch. Hallo. Danke. Wir werden vom Heli beschossen. Boah, keine Chance, den zu treffen. Bodenteam steht im Hangar unter Beschuss. Oh, das ist mir... Oh, er ist jetzt... Kontakt, feindlicher Heli. Wie soll ich den denn treffen? Der Heli greift den Hangar an! Feindlicher Heli geht runter! Na endlich! Jetzt haben wir dich voll am Arsch! An alle, feindlicher Vogel abgeschossen! Wladimir Makarov ist tot!
Verstanden. Chemikalien neutralisiert. Verlassen jetzt den Hangar. Grace, so feuern Sie eine Rakete auf den Hangar, sobald es am Boden sicher ist. Begraben wir Makarov mit den Chemikalien. Okay. Verstanden. Shadow 1, Bodenteam ist draußen. Mach den Hangar platt. Hab ich. Treffer, der Hangar ist zerstört. So wird das gemacht, Shadows. Das wird an, ja, Wladimir. Der hat es so lange gedauert. Es gibt drei Dinge, denen man nicht entkommen kann. Tod, Steuern und mehr. Danke für die Gesellschaft, Leute. Kommando zurück zur Basis. Bin weg. Verstanden, Shadow. Erstklassige Arbeit da draußen. Guten Flug, Junge. Danke für die Hilfe, Shadow. 6 an alle Stationen. Abschuss ist nicht bestätigt. Ich wiederhole, Abschuss ist nicht bestätigt. Wir müssen alles absuchen nach Makarov. Gold Eagle an alle Stationen. Der Befehl lautet abrücken. Da draußen ist nichts weiter als Feuer und Schwefel. Mehr Bestätigung brauchen wir nicht. 6 auf die 1. 6 hört. Es ist vorbei, John. Der Mistkerl ist in der Hölle. Das dachten wir auch von Ihrem kleinen Shadow, Graves. Makarov ist tot, Captain. Kriegen Sie das in Ihren Schädel. Eagle Ende. Shepard sieht nur, was er will. Sein Name rein und eine Medaille an der Brust. Was siehst du? Was ich nicht sehe, macht mir Sorgen. Wenn er lebt, werden wir es wissen, Cap. Wo und wann? Das ist die Frage.